Hallo, damit herzlich willkommen. Einmal wieder zurück zum PC Building Simulator 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. So, wir machen weiter. Wir haben nämlich zwei weitere Aufträge, Upgrade und Bauen. Also sprich, wir dürfen mal wieder einen ganzen PC bauen und das ist sehr, sehr schön. Generell sollen wir aber hier erstmal nur upgraden und die in der Community Library, also sprich in der Gemeindebibliothek. Und da geht es relativ simpel. Wir sollen alle Lüfter auf den Modus Öko stellen. Ja, kriegen wir dementsprechend hin. Ebenfalls weiß ich nicht, wieso der kleine Kasten so viel Lärm machen kann. Vielleicht könntest du es herausfinden, die lauten Teile finden und leiser machen. Bin ich dankbar. Naja, am Ende des Tages, nur diesen Auftrag musst du Lüftersteuerung verwenden, bla. Ja. Wir haben kein Teilebudget, also sprich, müssen wir das Ganze einfach nur umstellen und gut ist. Das passt soweit. Gehen wir mal eher zu den obersten Auftrag hier. Der ist nämlich interessant in der Genossenschaftsschulung oder Schuldung. Ich hörte, sie arbeiten mit PCs. Ich brauche einen neuen PC. Können Sie mir helfen? Hätte gerne angepasste Wasserkühlung mit einer Hauptplatine verbunden. Ich glaube, Fragezeichenaufkleber auf dem PC sehen gut aus. Wie ich höre, verwenden sie auch Gebrauchsteile, aber bei mir bitte nicht. Hauptplatine mit Wasserkühlung versehen. Wir haben $3,750 Zeit, beziehungsweise Dings dafür. Der hat keinerlei Ansprüche an irgendwas, davon mal ab. Und naja, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Dann kann ich mich nämlich hier einfach austoben. Ne, das ist ja wie ein bisschen schön. Wir dürfen halt nur nicht über 3.750 Euro kommen. Ne? Und er möchte einfach nur die Hauptplatine mit gekühlt haben. Schön. Das heißt, wir gehen in den Shop rein und fangen dann erstmal bei den Gehäusen generell mit an und gehen mal hier auf Preis aufsteigend. Nehmen da, weil man nicht jetzt das günstigste vom günstigsten Case, ne, gehen wir mal ein bisschen weiter nach oben. Wenn wir schon 3.700 haben, dann nutzen wir das Ganze natürlich dementsprechend auch. Zum Beispiel hier Pure Base 500 ist eigentlich ganz angenehm. Da haben wir Mini-ATX, Micro-ATX und SATX in dem Falle hier mit drin. Ich würde mal hier so an der Seite das Ganze so auflassen. Passt, läuft. Gut, dann gehen wir in die Hauptplatine rein. Die bauen wir die um oder kaufen wir die direkt? Das ist nämlich immer so die Frage aller Fragen. Ich glaube aber, Hauptplatinenblöcke, RGB, Giga, achso, das ist dann nur fürs Verbinden, ist ja klar. Ne, da müssen wir am Ende des Tages das so machen. Sind wir aber hoch ein bisschen eingeschränkt, also allzu viele Dinge haben wir da nicht. Kosten $120 Maximum. Gigabyte X570 Dingsterbumster. Nehmen wir auch einfach mal. Also gehe ich hier auf Gigabyte X570. Gigabyte. Da gibt es wiederum mehrere. Interessant. Elite Wi-Fi war das, ne? Für den Shop. Kompatibel mit Gigabyte Elite Wi-Fi Version 1.0. Also das hier. $210. Das ist okay. So, gehen wir damit rein. Dann haben wir nämlich schon mal hier die Hauptplatine, SATX-Format, kein Problem. M2-Steckplätze ebenso mit dabei. Chipsatz X570 AM4-Sockel. Also sprich, wir müssen auf AMD-Basis gehen. Ist aber auch in Ordnung. Nummer AMD. Ja, gucken wir mal hier nach aufsteigend generell. Generelle AM4-Basis. Können wir hier einen Ryzen 7700X nehmen. Ich meine, man kann mittlerweile mit den Threadripper, aber Threadripper sind ja sowieso eine eigene Kategorie so für sich. 3800X zum Beispiel ist auch noch eine nette Sache, $300. Dann kriegst du einfach mal den 3800X. Ne? Ich glaube nicht, dass wir so schnell hier auf die $3000 kommen. Das halte ich jetzt erstmal für nicht aussagekräftig. Ansonsten ist die Hauptplatine und so mit Wasser gekühlt, sprich wir brauchen hier davon schon mal nichts weiter. Dann haben wir 4000 Hertz, also Giga, also Megahertz maximal, was wir hier mit ausspielen könnten.
Ich würde den flachen Rahmen generell hier nehmen. Oder generell einen generellen flachen Rahmen. Sogar noch mit RGB. 3000 ist erstmal in Ordnung, würde ich jetzt hier in dem Falle sagen. Füge ich hier hinzu, machen wir gleich dann nochmal 4. Ist alles gut. Grafikkarte ist eigentlich auch in dem Falle absolut irrelevant, weil... Naja gut, das ist irrelevant, preislich muss man halt aufpassen. Wir haben halt AMD-Setup, könnte man theoretisch auch auf AMD so gehen. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, das 500er hat eine maximale GPU-Länge von 369 mm. Das heißt also, ja, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Geht aber hier mit 280 mm, eine Radeon, ne, ist, denke ich mal, in Ordnung. Hat Beleuchtung generell nur rot, ne? Aber 285 mm, 16 GB RRAM ist, denke ich mal, in Ordnung. Fügen wir mal mit hinzu, haben wir jetzt gerade mal die Hälfte. Dann gehen wir zu den M2-Karten hier mit dazu. Gehe ich mal auf Preis aufsteigen, dass wir ja mal ein bisschen was sehen. Da gibt es diese E-Fachen hier, Patriot und Co. Es geht aber noch ein bisschen günstiger. Dass wir hier die M2-Steckplätze nehmen. Hier, da habe ich aber, glaube ich, sogar eh noch eine da. Das heißt, da bräuchte ich gar nichts. Das muss ich mal kurz checken. Aber rein theoretisch, ja, habe ich noch. Sehr gut, ich habe sogar noch eine SATA SSD. Gut, ich würde sagen, wir nehmen hier 750 Watt vollmodular. Cooler Master ist nicht modular. Corsair ist modular. 750 Watt sollten theoretisch gesehen eigentlich reichen. Dann haben wir CPU, wir haben Kühlung über Wasser, wir haben eine Hauptplatine, wir haben Arbeitsspeicher, wir haben eine Grafikkarte, wir haben eine Festplatte, wir haben ein Netzteil. Gehäuselüfter sind vielleicht schon noch so drin, brauche ich jetzt hier in dem Fall erstmal nichts, sind das 1700 Euro. Aktuell, wir müssen das mal 4 machen, sind wir bei 2255 Euro. Ist soweit auch in Ordnung. Kaufe ich den ganzen Spaß? Hier gehen wir dann in das Elite Wi-Fi mit rein. Das sind nochmal 120 Dollar. Wir brauchen noch einen Radiator. Zum 240er kriegt er das weggekühlt. Ja, müsste eigentlich. Ein 240er müsste das eigentlich weggekühlt kriegen. So, nochmal bei 300 Dollar. Und dann machen wir noch eine Pumpe. Und da würde ich sagen, weil ich weiß nicht, wie dieses Curebase gerade aufgebaut ist. Wir können uns wieder zwischen diesen zwei Dingern dann am Ende des Tages entscheiden. Ich würde erstmal hier den kleinen drinnen lassen, sicherheitshalber. Obwohl, der geht auch. Der hat eine geringere Höhe. Kostet dementsprechend auch nicht allzu viel mehr. Gucken wir mal, ob das alles so klappt. Kommen wir nochmal bei 540 Dollar raus. Und somit müsste sich das Ganze eigentlich soweit rentieren, slash funktionieren. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. So. Dann machen wir erstmal das Upgrade. Weil das ist jetzt hier noch mit am simpelsten. Ja. So. So. Spiel erklärt es einen auch nochmal. Sehr nett. So, Lüftersteuerung. Siehst du, wird auch alles ausgeblendet, bis auf die Lüftersteuerung. So, angepasst. Öko anwenden. Angepasst, Öko anwenden. Angepasst, Öko anwenden. Schließen. Und damit können wir ihn dementsprechend auch zurückgeben. Das ist es schon gewesen. Das war der ganze Magie. Zugegebenermaßen nichts Aufregendes. So. Whiteboard. So. Sehr schön. Gut, dann gehen wir hier in die Hauptplatine rein und schrauben dementsprechend erstmal hier den RRAM und so noch mit ab. Machen das Ganze weg hier. Setzen dann den 3800X hier mit rein. Bring hier ein bisschen Wärmeleitpaste mit auf. Sehr schön. Dann machen wir das. Dann setzen wir den hier mit drauf. Und dann haben wir das Ganze erfolgreich so eingebaut. Na, was willst du mehr?
Was willst du mehr? Was willst du mehr? Was willst du mehr? So. Sehr schön. Gehen wir in die Hauptplatine rein. Schrauben das Ding hier rein. Mache ich erstmal kurzerhand hier den Lüfter mit weg, dass wir ein bisschen mehr Spielraum generell haben. So. Dann setze ich hier eine Festplatte mit rein. Sehr schön. Den gehen wir weiter. Dann gucke ich erstmal in die Wasserkühlungsabteilung, wo ich hier das Ding platzieren könnte. Und sehe an, hier oben ist da das perfekte Ding dafür. Und der Radiator, auch wenn es ein 240er ist, der muss hier vorne in der Front reingebaut werden. Ansonsten klappt das nämlich nicht. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann machen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setze ich die PC-Teile, danke. Setze ich den Speicher hier rein. Sehr schön. Dann setze ich die Grafikkarte hier rein. Dann müssen wir die obersten zwei hier wegnehmen. Sehr gut, sehr gut. Dann PCI-Abdeckung, also es geht auch gar nicht anders. So. Dann müssen wir mal kurz gucken hier, wie das so generell vonstatten geht. Rohrleitungen, also. Bam, bam, bam. Halt. Bam, 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 bam. Okay, das passt. Dann einmal hier Stecker erstmal dran. Das so läuft, wie es läuft. Und hier noch Stecker dran, das so läuft, wie es läuft. So, dann brauchen wir noch die PSU. Die kommt hier unten mit rein. Dafür muss aber erstmal der Rahmen ab. So. Dann haben wir den Rahmen wieder dran. Sehr schön. Kabel mache ich mal rot, weil wir ja eine Komponente haben, die leider noch rot leuchtet. Und da ist es, denke ich mal, ganz nett, wenn wir das Ganze einfach auch rot machen. Also machen wir rotes Setup halt generell halt, ne? Dann passt das. Rohrleitung, ne, warte mal hier, PC, Kühlmittel. Dann nehmen wir mal rot durchsichtig, rot undurchsichtig. Na komm, machen wir das hier mal als UV-Gedöns. Das ist so best. Ja, sieht gut aus. Verbindungsdinger und so sehen auch alle gut aus. Eigentlich müsste, also das Gehäuse ist halt noch unvollständig, aber rein theoretisch gesehen müsste das eigentlich laufen. Setzen wir hier ein Dings ran. Gehen wir hier auf Starten. Ja, danke dafür. Warte mal, ich gehe nochmal kurz ins BIOS rein, haut leider noch den RAM hoch. Ja, XMP, dass das läuft. Und jetzt könnten wir es eigentlich, müssten wir es eigentlich installieren können. Aber ne, er will auch hier mir das Ganze nicht installieren. Verstehe ich manchmal nicht. Na, also von daher ganz, 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 ganz eigenartig. Ich meine, ich kann das mal hier noch mit zusammen verbinden. Kann der mir das nicht auf eine M2 SSD machen? Oder was ist da generell das Problem? Naja, er kann es mir, also er will es mir generell irgendwie nicht so wirklich. Warte mal. Ja, will man das generell nicht machen. Aber warum?
Sollst nichts installieren, sollst einfach nur starten. Vielleicht bin ich auch gerade einfach nur ein bisschen verwirrt. Starten das Ding mal? Ah. Ich brauch das ja gar nicht. Das macht natürlich Sinn. So, stimmt. Ja, arbeiten wir mal hier wieder normal weiter. Das scheint mir auch generell hier zu laufen. Ich werde Beleuchtungs-App installieren. Ich werde gucken, ob das passt. Ich glaube, mehr wollte der ja auch generell gar nicht haben. Eine Lüftungssteuerung und so, das war denn alles dermaßen egal. Ja, wollen wir kurz gucken, ob das Ding stabil läuft. Aber ich sehe hier schon 45 Grad und so, das ist ja vielleicht nicht das Schönste. Aber es ist okay. Also dafür, dass wir 240 mm Radiator noch drauf haben. Na? 50 Grad, ja, doch. Das passt. 300 Watt ziehen wir, haben 700 drin, ist also auch ein ordentlicher Puffer fürs Übertakten. Dann läuft der Hase hier. Wunderschön. Aber Beleuchtung hier. Alle auswählen, wechseln in Rot. Schließen. Und dann passt das. Haben wir Rot und Rot und Rot. Sehr schön. Dann nur noch das Gehäuse hier fertig machen. Hinten Seitenwand dran. Hat er sogar noch eine zweite Dings. Ne, ich habe 2800 ausgegeben. Ja, nicht das Optimum, aber geht auch schlechter, schlecht besser. Ne? Und passt. Und dann wollte der jetzt noch Dings haben, ne? Ich glaube Fragezeichenaufkleber. Ja, gut. Kriegt er halt noch Fragezeichenaufkleber, ne? Warum auch nicht? Ist ja nicht mein PC. Ja. Da. Perfekt. Gehäuse vollständig. Sehr schön. Dann können wir das eigentlich abgeben. 5er Bewertung. Hä? Was zur Hölle, Alter? Hauptplatine, Dings, das sind Kundenzufriedenheit, Aufkleber, Dings ausgebracht, gute Adresse für maßgeschneiderte PCs. Gibt der mir einen Stern, dieser Trottel? Alter. Könntest du ihn gleich umbuchen? Vor allem, warum ist denn das hier nicht abgegangen? Unvollständiges Gehäuse. Hä? Also warte mal. Ich habe alles richtig gemacht? Ah ja, die Seitenwand fehlt noch. Sehr gut. WTF? Hab ich das Spiel kaputt gemacht? Ich glaube, das war gerade nicht so vorhergesehen. Ich habe einfach die Seitenwand vergessen. Und an sich habe ich es richtig gemacht. An sich aber auch nicht. Okay, wild. Sehr, sehr wild. Ja gut, jetzt habe ich das hier. Hab den gebaut. Und das war's. Nice. Miete bezahle ich. Neue Teile sind verfügbar. Neues. Also heißt jetzt im Umkehrschluss, ich kann das Ding in meinen Shop hier ausstellen und dann halt dort verkaufen. Ja, geil. Also läuft. Ne, der Dulli-PC nenne ich das jetzt einfach mal. Na, dann ist gut. So, UVP 5000 irgendwas. 3000 haben wir reingesteckt. 50% Arbeit. Auch noch mit dazu.
Ich hätte das gern für 5.999, Alter. Also, der Dulli-PC. Also, das ist ja mal eine Frechheit vorm Herrn. Also, was ist eine Frechheit? Irgendwie war es meine Schuld, aber trotz all dem. Wahnsinn. Läuft mal wieder anders rückwärts. So. Dann haben wir wieder hier den Melon Rask. Der möchte was von uns. Bis jetzt großartige Arbeit an meinem PC. Wir sind so nah dran. Ich habe schon eine Band am Start gebucht und alles. Jetzt nur noch eins. Können Sie die RAM-Timings anpassen und schneller machen? Das könnte genau der letzte Schub sein, den wir brauchen. CAS-Latenz anpassen um minus 1. Okay, na dann lass den mal. Betriebssystem klonen auf eine SSD. Ich habe bezüglich des Betriebssystems, wäre mir wichtig, wenn das geklont wird, auf eine SSD. Bekommen wir das bis zum Dings hin? Sieht ein bisschen öde aus da drin. Werde vielleicht ein paar geflochtene Rot, alles hübscher machen. Und Cap All und bla. Ja. Krieg mal hin. Also brauchen wir erstmal generell eine SSD. Und geflochtene rote Kabeln habe ich meines Erachtens nach. Also von daher. So, ich glaube auch, da will einfach eine normale SSD. Ich habe jetzt keine Ahnung, was da jetzt hier das Ding ist. Machen wir hier eine 120 GB SSD und gut ist. Babam. Und geflochtene rote Kabeln habe ich im Inventar, ne? Ja. Sehr gut. Gut, dann bitteschön. Läuft. Gut, meine Damen, meine Herren, divers. Wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, auf der Renne. Tschüssikowski. Tschüss.